Ja, ist jetzt nicht der Oberbringer, aber gut. Lassen wir es erstmal so. So, als nächstes müssen wir eine etwas unangenehmere Arbeit machen. Und zwar dieses Stück Erde hier. Bis hier. Alles wird auf diese Höhe hier gesetzt. Richtig? Ja, richtig. Ja, das wird dann ein bisschen Arbeit dauern. Arbeit dauern, bin ich blöd. Ein bisschen Arbeit in Anspruch nehmen. Aber das mache ich deswegen auch nicht jetzt. Jetzt erstmal die Bambusfarm reparieren. Dazu brauche ich Le Eimer, die ich allerdings erst auskippen muss. Dafür mache ich mir mal eben hier einfach mal so eine Wasserquelle. Auch wenn ich die jetzt gerade nicht brauche. So, hier kommt jetzt erstmal das. So, Wasser ausgeknipst. Huah. So, und jetzt müssen wir da hinten mal dem Wasser eben den Gar ausmachen. Hab jetzt leider gerade nur hier Holzblöcke. Aber was will man machen? So, Wasser aus. Und jetzt fallen alle Kakteen gleich runter. So, Kakteen, Kakteen, Kakteen. Nur der Sand bleibt leider über. Hätte ich auch vorher eine Fackel drunter setzen können. So, Schaufel. Ach, ja, gerade, ich dachte gerade, das wäre ein Fehler gewesen, aber der war nicht mal Fail. Denn so wird das jetzt gemacht. Das muss alles raus. Und ich hoffe, also eigentlich hat die Kaktusfarm danach funktioniert, weil ich habe sie offline mal umgebaut, so wie ich mir das jetzt auch vorstelle. Weil ich möchte ja hier nicht irgendwas versuchen zu bauen, dann habe ich hier wieder umsonst gebaut, so wie da Anfang dieser Aufnahme oben auf dem Dach, dieses hässliche kleine Haus. Weil das war ja quasi Hütte auf Hütte und das wollte ich nicht. So. Das reißen wir erstmal alles hier ausnahmslos raus. Und jetzt bei der Gelegenheit werde ich auch mal... Alter, ich muss alles ändern. Hier den Boden auch noch mit Cleanstone machen. Damit das mal einheitlich aussieht. Moment, das muss auch noch weg. Da kann man hier direkt mal lang gehen. So, einfach alles rausrupfen. Ach, jetzt seht ihr auch mal, wie ich das gelöst habe mit der Kaktusfarm. Das ist eh der absolute Mega-Fail. So, 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 so. Hier kommt dann Cleanstone rein. Das muss ausgehöhlt werden. Hier, das wollt ihr euch gar nicht ansehen, glaube ich. Hier, mit einem Schild. So richtig schlecht gemacht. So, das müssen wir haben, damit wir hier wieder rausklettern können nachher. So, jetzt erstmal den Cleanstone hier drin verteilen. Dann fühle ich mich schon mal wieder etwas wohler hier. Und wehe, der Scheiß funktioniert hier gleich nicht. So. Und jetzt den Boden hier mit Cleanstone vollzimmern. Ach, Fail. Müsste eigentlich reichen für die komplette Fläche. So. Ja. Manchmal bin ich echt verträumt, ey. Da denke ich, was machst du jetzt? Weiß nicht, was ich sagen soll. Übrigens, nochmal hier, habe ich ja länger mich nicht für bedankt. Danke, 133 Abonnenten. Das geht ja hier richtig ab. Schon 133 mehr, als ich wollte eigentlich bei YouTube. Oder mir als Ziel gesetzt habe. Wollen will man natürlich eigentlich immer mehr, aber... Ich habe lieber 100 Abonnenten, die mir, wo mir so ein paar Leute was schreiben, als... Wie manch anderer Let's Player, der hier Millionen Abonnenten hat. Nein, Millionen hat keiner, aber ihr wisst, was ich meine. Der endlos viele hat, aber dann nicht so viele Kommentare kriegt. So. Dann wäre hier die Mitte. Ich bin so ein Genie, wisst ihr das? Und schon funktioniert's. Jetzt muss ich wohl hier einmal reinspringen. So, dann würde hier, ich kann euch das eben mal zeigen. Moment, das Schild da brauche ich. So, das Schild habe ich. Ich kann es euch eben zeigen. Sekunde. Ach, jetzt habe ich das weggemacht. Ich Vollpfosten. So, dann käme da das Zeug runter. Da mache ich das Schild. Dann käme hier Wasser runter. Das Wasser würde hier gestoppt. Aber die Items fallen durch. Was natürlich unnötig ist, ist, dass ich hier noch so eine Reihe habe. Die habe ich dummerweise auch noch durch das Ganze hier durchgemacht.
Jetzt könnt ihr das euch mal ansehen hier, diesen Mega-Fail. Hier muss es bleiben. So, hier werde ich jetzt nie wieder reingehen, deswegen werde ich das Ganze jetzt eins groß hier lösen. Ja, ist nicht gerade so spannend das Ganze, aber wann ist es schon spannend, wenn man mal nicht in der Höhle ist? Ach, die eine Fackel können wir da von mir aus lassen. Trotzdem würde ich jetzt hier gerne raus, deswegen so... Ach, ich voll honk. Nee, Moment. Eben erstmal nachgucken, ob es dann überhaupt klappt. Nicht, dass ich hier gleich, ne, Fail des Jahres und so, und dann geht hier nichts mehr. So, Wasser läuft bis... Perfekt. Dann kann ich es jetzt doch zubauen. Raus muss gegen den Strom. So, dann machen wir hier mal so ein Ding. Dann kletter ich da raus. So. Das muss weg. Hier kommt Cleanstone drauf. Da kommt Cleanstone hin. Da guckt keiner runter. Da unten muss keine Erde hin. So penibel bin ich dann auch wieder einmal nicht. So, und dann wird jetzt die Bambusfarm mal wieder richtig gestellt. Ich bin so ein Pfosten. So. Was brauche ich denn? Die drei... Ja, ist alles, was ich brauche. Uah! So, dann werden wir erstmal hier wieder die Wasserläufe richtig machen. So und... So, und jetzt können wir mal einen Test machen. Wenn da ein Eimer reinfällt... Und wenn da ein Eimer reinfällt... Gehen wir mal runter in den Keller und warten mal, ob die Sachen da ankommen. Weil wenn sie nicht ankommen, habe ich jetzt echt ein Problem. Brote. Dann essen wir mal eben was in der Zeit... Kleiner Mittagssnack. Kommt da hinten was? Ach, ich glaube, da sind gerade unsere Eimer gekommen. Ja, ich glaube, da kommen sie. Da sind sie. Nicht davor, da kommen sie gerade angeplumpst. Eimer! So, perfekt. Die Eimer brauchen wir jetzt natürlich auch. So, und dann hoffe ich, dass ich das jetzt richtig baue. Sodele. Dann brauchen wir jetzt erst nochmal eine andere Materialie. So. Und zwar da, 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 da. Fail. Da, 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 da. So. Sand, 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 Stone. Sand, 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 Sand. Und abschließend Sand. Kaktus, 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 Kaktus und Kaktus. So, natürlich habe ich wieder denselben Fehler wie immer gemacht, denkt ihr jetzt, aber nein, das werden wir jetzt noch anders lösen. So, habe ich alle entfernt, ja, und die Fackeln werde ich hier mal eben abhauen, denn die werde ich irgendwie anders ansetzen. Denn ich weiß nicht, vielleicht beeinflussen die Fackeln auch so ein bisschen das Spawnverhalten von den Dingern. Und nachher sind die Fackeln es schuld, dass es nichts funktioniert. Klar, das kann, hört sich gerade ziemlich schwachsinnig an, aber möglich ist doch alles bei Minecraft. Das Spiel der unbegrenzten Möglichkeiten. So, perfekt. Dann brauchen wir jetzt wieder Wasser. Deshalb werde ich mir jetzt hier die Wassereimer wegnehmen. Hier quasi eine Quelle erstellen. Hier mal eben alles hinkippen. Perfekt. Und dann nehmen wir uns doch nochmal hier zwei Eimer raus. Dahin. Und dahin. Da muss ich jetzt mal eben rüberhüpfen. So. Perfekt. Jetzt kommt hier wieder Glas rein. So. Was war das gerade? Egal. Ist da jemand? Hallo? Ah, will eine Fackel platzieren. So. Und jetzt versuchen wir mal von oben das Ganze hier richtig zu machen. Wir nehmen dafür Glasblöcke vielleicht. Vielleicht nehmen wir die. Ja, wir nehmen die. So, wie war das? Ich muss jetzt hier mal eben ein bisschen knobeln. Und zwar, das wäre jetzt genau neben dem. So, und ich glaube, dass sobald jetzt hier... Da ein Kaktus wächst. War das so?
Ich meine ja. So, dann mache ich hier mal eben das Glas alles kaputt. Ich weiß, nicht alle, die ich hier gerade mache, sind nötig. Der nicht, aber trotzdem, ich muss sie ja machen. Ist da gerade Glas? Ja. Da sind noch keine Blöcke. So, dann jetzt hier dasselbe nochmal wie gerade. Ich weiß, das hätte ich gerade auch intelligenter lösen können. Aber seit wann sind wir schon intelligent, ne? Wir Kellerkinder. So, ah. Muss ich dazwischen auch welche haben? Ich habe gerade so das ekelhafte Gefühl, dass ich hier gerade Fail mache. Ich glaube, ich platziere die Dinger wirklich besser dazwischen. Oder? Ja, aber wenn es so ist, kann ja da nichts mehr drin spawnen. So, dann könnten die Dinger jetzt nach links und nach rechts fallen. Oder habe ich da Unrecht, Leute? Wenn ich Unrecht habe, dann sagt es mir. So, jetzt könnte doch der Kaktus zum Beispiel wachsen und nach da und da abfallen lassen. So und so. Dann sind die hier schon mal so okay. Der kann dann wieder weg. Genau wie der. Dann machen wir nämlich da das Muster wie auf der anderen Seite. Der kann weg. So. Das gefällt mir hoffentlich. Also doch, gefallen tut es mir ja auf jeden Fall. Aber ich will auch, dass es funktioniert. Der kommt weg. So, jetzt habe ich doch nur noch den. Also 6 Blöcke. Jetzt 6 Blöcke. Gut. Dann lasse ich das jetzt mal zu. Und hoffe, dass jetzt wieder die Farm funktioniert. Ich hoffe, jetzt ist hier nirgendwo ein Loch, außer die zwei da. So, sieht das denn richtig aus? Naja, überzeugt bin ich immer noch nicht, dass das so stimmt. Aber was will man machen? Wir warten einfach mal ab. So, das soll es eigentlich schon soweit gewesen sein von dieser, bei dieser Aufnahme. Wir werden mal eben die Schafe da unten scheren. Die kriegen ja jetzt automatisch wieder Wolle, sobald sie was essen. Guten Abend hier alle miteinander. Wolle her, Wolle her. Ich bin ja wieder der Schuldeneintreiber. So. Ein Ei, das ist auch gut. So, verpiss dich mal hier, fort. Chicken. Das will sterben, glaube ich. Oh! Ey, komm. Ich werd gemobbt vom Huhn. Weg. Du gehst jetzt weg, jawohl. Muss ich dich erst schlagen? So, und nun mal eben hier so eine Creeper-Spinne. Creeper-Spinne vor allem. Tür zu. Fick dich. Der kann nicht explodieren, oder? Scheiße, ich geh mal lieber pennen. So, ich guck mal lieber hier runter, was da unten gerade abgeht. Da ist die Spinne und der Creeper steht da unten. Da soll er bleiben. So, ich hoffe, ich habe jetzt so geschnitten, dass ich 15 Minuten Parts nur hinkriege. Boah, jetzt habe ich was in der Nase. So, ja. Was wollte ich noch machen? Fragezeichen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Egal. Ich gehe jetzt unten das Inventar ausleeren, nachdem ich gepennt habe. So, und dann soll es das für diese Ausgabe, für diese Folge gewesen sein. Ja. Danke fürs Zusehen. Wir haben viel geschafft. Einen Dachstuhl, eine Treppe, einen Tisch, eine neue Bambusfarm, ein unendlicher Wasserplatz hier. Ach, komm doch mal hier hin. Komm doch mal hier hin. Will der nicht hier irgendwo? Da ist die Spinne gerade vom Dach gefallen. Dramatische Musik und Level einsacken. Eben hochgehen, das Level einkassieren und dann war's das. Ey. Boah, den einen Zombie. Komm. Dramatische Musik müssen wir nutzen. Harakiri. Gerade mal Level 14 noch nicht erreicht. Ey, Mann. So, schnell hier hoch. Türe zu. Ins Bettchen und bis zum nächsten Mal.